Pilgerwanderung nach Fulda. Einen Tag vor seiner Amtseinführung als neuer Bischof von Fulda ist Michael Gerber in die Domstadt gepilgert. Los ging es am Vormittag an der Wallfahrtskirche Kleinheiligkreuz. In Heimbach, an der St. Markuskirche, sind viele Gläubige noch dazugestoßen und haben sich der Pilgergruppe angeschlossen. Auch Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld hat Gerber dort begrüßt. Nach einer kurzen Andacht ging es dann weiter nach Fulda in den Dom. Gerbers Vorgänger, Bischof Heinz-Josef Algermissen, ist auch mitgepilgert. Insgesamt 17 Kilometer ist die Pilgergruppe heute gelaufen. Auf dem Weg ist Bischof Michael Gerber mit vielen Gläubigen ins Gespräch gekommen. Egal ob jung, alt, im Kinderwagen oder auf dem Roller, mehr als 800 Menschen haben ihren neuen Bischof bei bestem Wetter und guter Laune begleitet.